Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Powerwash Simulator, wo die Katzen immer noch fleißig am Laufen sind, mir immer noch die Finger reinigen und ich immer noch nichts zu erzählen weiß. Richtig schön. Bin schön langweilige Folgen für euch. Aber ich möchte unbedingt weitermachen, weil ich eigentlich jetzt so gedacht habe, okay, mach's eigentlich nur eine Folge. Und dann kommen wir ja langsam aber sicher mal auch bei Powerwash zum Ende hin. Aber da kommt noch der Gutter danach. Und wir haben ja auch noch diesen Tempel, den müssen wir auch noch machen. Und ich weiß gar nicht, ob da noch irgendwas mit dazwischen kommt. Vielleicht täusche ich mich auch einfach. Dass danach der Entschluss ist. Na gut, und die drei Extras, die wir dann eben halt noch haben. Zumindest nehmen wir das mal stark an, dass denn da kommt garantiert noch irgendwas mit dazwischen. Ich merke mir auch sowas immer nicht. Außer so ganz spezielle Sachen. So, Katzis. Ach, ihr seid schon hier. Die Katzen laufen hier die ganze Zeit im Kreis. Den Marswurm, den haben wir auch schon gemacht. Statue haben wir jetzt auch fertig. Jetzt kommen noch der Schrimpsrad da. Die Tempel, da kommen die drei extra Sachen noch. Also, wenn da jetzt nichts mehr zwischenkommt, sind das eigentlich noch, ich sag mal, 10 Folgen. Vielleicht auch 12 Folgen ungefähr. Ich meine, ich weiß gar nicht, bei welcher Folge wir jetzt gerade aktuell sind. Irgendwas bei 60 müssen wir eigentlich sein. Ende 60, Anfang 70. Das war dann doch noch eine Menge. Habe ich ehrlich gesagt gar nicht so. Hä? Nee. Warum? Ach so, ja, muss ihn anrufen. Aber der hat gerade Frühschicht. Fällt ihn jetzt an, wo er gerade schon im Bett lag. Wo war ich jetzt? Ich bin leicht ablenkbar. Und da läuft die erste Katze. Oh, krass, meine Katzen sind schon weg. Vor allem meine Katzen. Ich bin gar nicht so der Katzenfreund, ich bin eher nur so der Hundemensch. Die Hunde über alles. Bin mir auch egal, ob die beißen oder nicht. Nein. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte nur wechseln. Der Keilrand, der ist nicht da. Der muss auch ein bisschen heil machen. So. Ja, also wir müssten jetzt ja, Ende 60, Anfang 70 müssten wir jetzt eigentlich sein, Folge technisch gesehen. Ich weiß, ich habe neue, noch 8 Folgen habe ich glaube ich noch, die ich noch nicht beschriftet habe, die jetzt erstmal noch bei den Würfen mit drin sind, wo ich die Anzahl gerade nicht weiß. Also müssen wir schon Anfang 70 sein. Also das heißt, um die 80 Folgen hat der Powerwash ungefähr. 80 bis 90 Folgen. Und dann kommt ja noch nur die Extras damit zu. Ne? Die Extras sollen ja noch ein bisschen länger dauern. Vielleicht sind es auch nur 20 Folgen, dann haben wir ja um die 90. Sagen wir mal 90 Folgen. Das ist doch relativ lang geworden. Mein lieber Schulden. Wir haben über sehr viel Müll gesprochen. Sehr viel Müll. So.
Zwischen den Finger sauber machen, okay. Zwischen den Fingern. Ah, okay, 78%, das ist. Das geht ja. Wo ich das Gefühl habe, dass ich noch gar nichts sauber gemacht habe. Dennoch das Mückearbeit, ey. Ja gut, aber das müssen wir. Hey Doc, hier ist Leonard, kurz Vater. Ja. Und du? Was willst du? Was machst du? Der Vulkan ist kurz davor hochzugehen und die Reinigung, die du für unseren Bungalow gemacht hast, wird umsonst sein. Ja, willst du jetzt Geld zurück oder was? Warum schreibst du so groß? Das Auto steht noch gut. Das Auto sieht noch gut aus und ist sicher in der Garage verstaut. Danke, Leonard. Warum textet ihr mich mit so einem Schuss im Voll? Das alles umsonst sein? Ja, gut. Okay, hier sind noch einige Kleinigkeiten. Hier ist noch so ein bisschen was. Ja gut, das muss ich ja gleich von unten sauber machen. Da ist noch echt viel. Aber von oben sieht das doch schon mal gut aus. Jetzt müssen wir nur einmal die Seiten richtig sauber machen, dann geht das schon. Wie? Oha. Alles klar, hier war ich noch gar nicht zwischen. Ich glaube, dass es auch von unten gut erreichbar ist. Ja, okay, da kommt jetzt also nichts mehr nach. Das ist auch sehr schön. Okay, da kommen die Katzen wieder. Ich weiß nicht, ob die da noch langlaufen wollen. Wahrscheinlich ja noch ein bisschen öfters. Oh, okay. So unten, sehr viel unten. Oh. Nicht alles sehr viel unten. Jetzt können wir so langsam, muss ich ja. Langsam, aber sicher. Oh ja, da ist noch sehr viel Dreck. Aber es ist sehr viel, aber. Oh, hat aber geklappt. So, mach das Stück hier nochmal. Ist auch komisch, dass die Katzen dann auch in die Richtung laufen, ne? So. So, einmal unten nochmal lang gehen. Mit sauber machen. Da noch mal ein bisschen mit sauber machen. Überall noch ein bisschen mit sauber machen. 85%. Das sind jetzt so Kleinteile, die wir jetzt auch alle mit nachreinigen müssen. Ich glaube aber, das wird der Finger von innen drin sein, ne? Muss das auch so eine Hand sein? Hätte das nicht eine ganz normale Handfläche sein können? Ich wollte doch die andere Seite sauber machen. Das wird sehr viele Kommentare geben. Du hättest das ja auch so und so machen können. Wenn da überhaupt Kommentare kommen.
88%. Prozent. Könnten wir so aus oder so machen. Uah. Okay. Da ist noch sehr viel unter. Wir könnten das so machen. Geht auch. So und so und so und so und so. Und die 90%. Siehste? Sehr, sehr schön. Da ist noch sehr viel Dreck. Sehr viel Dreck. Das ist überall noch so viel Dreck. So, und das oben nochmal ein bisschen. Ha! 91%. Sehr viel Dreck. Sehr viel Dreck. Sehr viel Dreck. Und noch mehr sehr viel Dreck. Und noch mehr sehr viel Dreck. Hab ich doch gerade auch noch was gesehen. Na, sind die Katzen schon wieder am Laufen? Ja, da kommen sie. Auch schön. Schön, 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 schön. Vielleicht muss ich dann noch mal von oben ran. Ich weiß noch nicht. Gucken wir gleich mal. Vielleicht muss ich doch gar nicht mehr ran, ich weiß nicht. Haben wir eigentlich irgendwo eine Leiter? Das wäre eigentlich noch ganz nett. Wir könnten ja auch einfach die lange Stange nehmen. Könnte man ja auch mal, ne? Könnte man ja machen. Ist noch Dreck. Da unten ist noch Dreck. Vielleicht müssen wir noch mal oben drauf. Oha. Okay. Der ist schon mal fertig. Suppiduppi. Gut. Ist auch noch so viel Dreck. Können wir dann mal 95% sein, wenn da noch so viel Dreck ist? Nice. Endfinger. Auch nicht. Aber ich wollte eigentlich den Finger oben sauber machen. Ui, 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 ui. Der ist fertig. Naja gut, der braucht noch ein bisschen Zubindung. Mittelfinger ist auch fertig. Tobi, hat das schon mal geklappt.
Der ist auch durch. So. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir diese Endfinale fertig machen. Oha. Der ist ein bisschen mehr schmuddelig. Oh, fertig. Nice. Nicer Shit. So. Okay. Oh, der ist auch fertig. Schön. Rauchfasertapete. Fertig. Fertig. Das war der obere. Okay, ich wollte gerade sagen, okay, das könnte bei denen sogar ganz super schwierig werden. Falsch gedacht. Ich will gar nicht da ankommen, aber. Okay, das ist doch noch echt dreckig. Einfach hier in der Ecke. So, da laufen die Katzen. Alles klar. Hautfalte. Wo ist die Hautfalte denn nur dreckig? Vielleicht noch von der anderen Seite. Da ist die Hautfalte noch ein bisschen dreckig. Geht irgendwo. Aha. Enddaumenglied. Enddaumen ist doch dreckig. Super. Hautfalte. Das ist die Hautfalte, okay. Hautflammenfalte. Das sind hier wahrscheinlich irgendwo die Flossen. Da oben ist noch dreckig. Und noch eine Hautfalte. Die hier. Die da ist noch dreckig. Katzen laufen. Super, das meiste davon sieht man gar nicht, weil das meiste davon am Rücken klopft. Aber schön. Die heilige Geometrie, die sechs Finger, so viel, woran wir uns abarbeiten können. Das ist so aufregend und so fantastisch. Diese Relikt endlich so zu sehen, wie sie damals gesehen worden wäre. Du bist ein Star. Ja, holt mich raus. Bitte. Auf der Stelle. Und weiter geht die wilde Fahrt. Nein, ich wollte nicht. Der liegt da irgendwo hinter. Also hierher zeigt das Ding. Wahrscheinlich hierher. Okay, ich muss sagen, dass ich in all meiner Zeit auf See noch nie so eine Welle gesehen habe. Mit Dreck. Aus Müll. Ich zerbreche mir den Kopf und überlege, was so etwas verursachen könnte. Ich weiß nicht. So etwas würde man erwarten, wenn die Seite von einem Vulkan abfällt oder so unterirdische Erdbeben oder ähnliches gibt. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Dann würde man wahrscheinlich mit einem Tsunami oder sowas rechnen. Oh nein, hier geht das so blöd ab, ne? Ich habe schon gar keine Lust mehr. Schön, schön, dass die so mit auf der Wette klingeln.
Richtig schön. Schön, schön, schön. So, ihr Lieben, dann machen wir das hier in der nächsten Folge weiter. Und dann gucke ich mal, ob ich mir noch mal ein bisschen was raussuchen kann, über das wir reden können. Oder vielleicht erzähle ich auch ein Schwall aus meiner Jugend. Bin mir nicht ganz so sicher. Aber erstmal muss ich mal kurz ein kleines Päuschen machen, bevor das hier wild weitergehen kann. Fürchterlich wild. Wieder mal gucken, was danach alles noch so kommt. Weil wir können es ja kaum halten vor Aufträgen. Ui. Und mit der Spritzdüse geht das jetzt ordentlich voran, habe ich das Gefühl. Zumindest einigermaßen ordentlich. Ja, aber wenn du so eine Riesenwelle mit dem Schiff abgekriegt hast, erstmal, warum bist du nicht abgesoffen? Und zweitens, warum hast du das denn so viel Dreck abgekriegt? Du müsstest doch eigentlich den meisten Dreck oder sowas musst du doch runtergespült worden sein, oder? Ich bin kein Experte, was das angeht. Also, ihr Lieben, das war diese Folge. Wir sehen uns denn in der nächsten. Tschüss.